So, einen wunderschönen liebe Zockermannschaft. Wir sind wieder zurück in Monster Hunter und es gibt wieder eine neue Event-Quest. Nice. Schauen wir gleich mal rein. Die Krabbe. Mal schauen, ob jemand den schon macht. Ansonsten starten wir das selbst. Sollte kein Problem sein, so eine komische M1-Krabbe. Scheint niemand machen zu wollen. Okay. Dann machen wir es selbst. Daran sind wir sehr gut. Und ja, andere dürfen mit rein. Why not? Und Abfahrt. So, gibt es noch irgendwas, was wir hier mitnehmen können? Manchmal gibt es ja hier interessante Sachen. Vielleicht so eine Kröte? Oder wie nennen sich die Dinger? So eine Schildkröte? Nee, schade. Hätte ja sein können. Na denn. Nehmen wir vorsichtshalber Dinge hier raus. Ach, da ist er auch. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas Krasses brauchen. Wir können ihn so wegnatzen. Guck, der wehrt sich nicht mal. Okay, er wehrt sich. Als ob, ich hab doch geblockt. Verarsch mich nicht. Tu nicht so. Ach komm. Natürlich, aber er hat nicht getroffen. Was ein Loser. Und weg unten. Er trifft mich ja gar nicht. Oh doch, jetzt. Und aufs Maul. Ah, jetzt kommt jemand. Bleib stehen. Muss dich weg ulten. Ey! Der Hector ist da. Kann gleich mal helfen. Ach komm. Mäh. Schon daneben. Natürlich. Und jetzt geht er in die Tiefe. Ach komm. Really? Wie geht es Vormarsch? Hab wieder ein paar Dinge gelernt. Und Ult. So geht es. Und zurück und ult. War mal wieder klar, ey. So, jetzt aber ult. Hello? No! Miese Krabbe. Ding, ding, ja, toll. Hallo? Hallo? Und irgendjemand kloppt.
Okay. Ich mein Ding hier aufladen. Danke. Irgendwas wurde gebrochen. Ding, ding, ding. Ach komm. Ach komm. Und Ult. So, leg dich mal hin. Heute gibt's lecker Krabbe zum Mittag. Ach, wir könnten einschicken. Aber ich glaube, der will ihn töten, oder? Ach komm. Ich hab gesagt, heute gibt's Krabbenfleisch. Wow, da kommt. Genau jetzt kommt einer und wir haben die Quest beendet. Ja, nee, GG. Der freut sich. Der freut sich. Der kommt nur noch zum Looten. Schön. Das ist mal interessant. Ja, easy. Da freut sich der Asiate. Aber ich gönne ihm das. Denn Asiaten haben mir schon so oft geholfen hier im Spiel. Bei richtig schwierigen Gegnern. Ein ganzes Team nur aus Asiaten. Und wir haben den Gegner so fertig gemacht. Die haben mich richtig gecarried, kann man sagen. Richtig geil. Damals, als ich noch ein schwacher Jungfuchs war. Ich bin ja mega gespannt. Da kann man Geld machen. Ich freue mich schon mega auf den 29. Weil da kommt ja neues Game-Update. Gibt's neue Dekos. Also neue, wie kann man das sagen, Deko-Waffen sogar? Man kann seine Waffen transmoggen. Sozusagen, glaube ich. War mir so. Und natürlich neue Klamotten, die man sich kaufen kann für echt Geld. Ich werde mir, also und neue, wie nennt sich das, hier aussehen. Ich habe da schon was gesehen, was ich mir holen werde. Eigentlich hole ich mir zwei Dinge. Einmal was für mein Aussehen und die Waffen. Ich möchte unbedingt mal gucken, wie die Waffen so sind. So, dann machen wir noch schnell den Schmelztiegel. Ist das was Interessantes? Na, eigentlich nicht, nee. Was mit dir? Nee, auch nicht. Was ich hier unbedingt brauche, Wirkungsbereich wäre schon cool, dass ich ein bisschen die anderen Leute heilen könnte. Aber worauf ich übelst scharf bin, ist auf Talismänner, wo Slots drin sind. So ein Dreier-Slot und ein Einser-Slot ist nice to have, aber ich möchte mehr. Und zwar möchte ich mindestens 3 Juwelen drin haben. Vielleicht 3, 2, 1. Oder vielleicht 4, 2, 2. 4, 2, 2, wenn das gehen würde, wäre es mega gut. Schade, schon wieder nix. Na gut, dann schmelzen wir wieder ein. Zum Beispiel das hier. Das ist gar nicht mehr so schlecht wegen Ohrstöpsel.
und hat natürlich drei Slots. Ein Zweier und zwei Einser. Aber wird schwierig, weil ich glaube, mein Talisman hat was Spezielles. Nee, Moment. Ich glaube, mein Talisman hat nichts Besonderes. Ich glaube, Göttlichkeit hat es nicht. Ah, perfekt. Ich glaube, Göttlichkeit hat es nicht. Göttlichkeit habe ich ja jetzt, glaube ich, komplett auf mein Set verteilt. Durch, wie nennen sich die Dinger? Durch Umschmieden, nenne ich das mal. Ja, ich weiß, ich habe zu viel WoW gezockt. Durch Umschmieden habe ich, glaube ich, auch meine Rüstung dreimal. Na doch, doch, doch. Ich habe einmal Göttlichkeit auf mein Talisman. Da brauche ich mindestens einmal Göttlichkeit. 70 Minuten, zu viel. Machen wir 260er oder 240er. Ah, nee. So, und dann 50er. Ja, ich händel da ein bisschen immer rum, dass ich genau auf die 200 komme. Wie dem auch sei, würde ich mal sagen, ich füll meinen Schmelzziegel mal ein bisschen voll und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann sage ich mal hier, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, bye bye.